Wenn ich das in der Energielandschaft sehe, dann sind im Augenblick diejenigen, die am meisten Geld verdienen, das sind die Pure Player, die also Öl und Gas fördern. Das wird nochmal etwa 40% mehr Energieverbrauch geben, nicht? Wenn die Brasilianer und die Südostasiaten und die Inder sozusagen sich langsam unserem Lebensstandard annähern wollen, dann wird das mit Öl, Gas und Kohle befriedigt werden. Und also wir sehen ja, dass da eine Hype sich entwickelt hat, dass am Ende natürlich auch die Kurse zunächst von solchen Fonds angestiegen sind, weil sie natürlich, man musste bestimmte Aktien haben, weil man sonst gar nicht diese Fonds füllen konnte. Und für mich ist immer entscheidend, was ist unten in der Bottomline, nicht? Wie sehen denn eigentlich die Ergebnisse aus? Und wenn ich das in der Energielandschaft sehe, dann sind im Augenblick diejenigen, die am meisten Geld verdienen, das sind die Pure Player, die also Öl und Gas fördern. Das mag man schlecht finden, aber der Punkt ist ja der, wir haben in den letzten 10 Jahren zu wenig in Öl und Gas investiert, weltweit. Nur die Chinesen und die Araber, die Saudis und die Emirate, also im Nahen Osten, hat investiert, aber Shell hat nichts mehr investiert, BP ist runtergefahren, alle haben sich dem Woken-ESG-Thema, wir machen jetzt sozusagen die Transformation zu Windenergie und Sonnenenergie, und dadurch ist die Investition der westlichen Ölgesellschaften um mehr als die Hälfte zurückgegangen. So, es gibt einige, die gesagt haben, das ist uns egal, also zum Beispiel Conoco oder Chevron, wir machen das nicht mit, und gucken Sie mal deren Ergebnisse an. Nicht? Gucken Sie mal, nicht wahr, warum kauft Berkshire Hathaway Occidental? Nicht? Das sind eben die, die sich um diesen Trend nicht gekümmert haben. Und manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal nicht einfach nur hinter dem Mainstream hinterherzulaufen. Nicht? Ich sehe, dass wir der Energiehunger der Welt, der gerade der sich entwickelnden Länder, wird so dramatisch ansteigen, und der wird eben nicht alleine mit Elektrizität befriedigbar sein. Nicht? Also unser Weg, All Electric, das ist ja der Weg Deutschlands, der wird in Afrika, Asien und Südamerika vielleicht irgendwann mal kommen, aber sehr viel später. Ne? Ich kann mir nicht so vorstellen. E-Autos in Afrika, da kann man irgendwie, ne, braucht man eine sehr große Fantasie. Ja? Und in China, in den Städten sicher, ja. Aber zur Überwindung von Langstrecken, auch in China, wird das wahrscheinlich nicht die Methode der Wahl sein, das mit E-Autos zu machen. Also es wird die Öl- und Gasnachfrage hoch bleiben. Für mich bestätigt darin eine sehr interessante neueste Studie der US Energy Information Administration der beiden Regierungen. Die sagen, wie wird denn der Öl- und Gasverbrauch bis 2050 weitergehen? Und weil sie natürlich wissen wollen, wie die CO2-Emissionen weitergehen. Und das Überraschende ist, er wird leicht steigen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwo eine Trump-Regierung. Das ist Biden. Ja? Warum? Weil sie sagen, der gesamte Zuwachs der Energieverbrauchs der nächsten 30 Jahre, da müssen wir ja davon ausgehen, das wird nochmal etwa 40% mehr Energieverbrauch geben. Nicht? Wenn die Brasilianer und die Südostasiaten und die Inder sozusagen sich langsam unserem Lebensstandard annähern wollen, dann wird das mit Öl, Gas und Kohle befriedigt werden. Und alle Szenarien von BP und Shell, die ja gesagt haben, oh, das geht alles bis auf Null 2050, können Sie vergessen. Also das ist das Szenario. So, und jetzt muss man die nächsten Stufe machen und sagen, okay, wenn das so ist, dann müssen wir doch sehen, dass das uns unser Klima nicht aus den Fugen haut. Und deswegen komme ich nochmal zurück zu meiner, wir müssen uns mit der Dekarbonisierung der Fossilen beschäftigen. Nicht der Dekarbonisierung, indem wir unwirtschaftliche Alternativen aufbauen. Das heißt, auch die Erneuerbaren, damit da kein Missverständnis hat, werden ihren Weg weitergehen.
Wie gesagt, die Amerikaner sagen, der gesamte Zuwachs wird durch Erneuerbare abgedeckt. Das ist viel. Das ist sehr viel. Ja, das sind 40%, die wir noch wachsen. Das machen wir dann am Ende durch Erneuerbare. Aber der Stock bleibt. Und deswegen müssen wir uns damit befassen. Und deswegen ist es für Investoren auch vernünftig, sich damit zu befassen. Nicht vor dem Hintergrund, was ich sagte, Shale-Gas geht runter. Damit wird auch die Ölförderung in Amerika zurückgehen. Gleichzeitig haben wir die Ankündigung, dass die Ukraine sagt, wir werden die Transitleitung aus Russland am 31.12.24 stoppen. Das heißt, es kommt kein Gas mehr über die Südschiene. Das ist für uns jetzt nicht direkt relevant, aber das bedeutet Österreich, Tschechien, Slowakei und Teile von Italien bekommen von der Ecke kein Gas mehr. Was bedeutet das für die Gaspreise in Europa? Was bedeutet das für uns? Herr Habeck gesagt, ja, dann müssen wir den liefern und wir müssen unsere Industrie runterfahren. Ja, viel weiter können wir sie nicht mehr runterfahren. Also insofern muss man sich mit dieser Frage doch noch intensiver beschäftigen. Aber eins ist klar, das hat etwas dann mit Knappheiten zu tun und Knappheiten sind auch Investitionsopportunitäten. Ich bin im Wesentlichen in Commodities investiert, also in Rohstoffe. Da ist natürlich Kupfer für mich einer der wichtigsten Zukunftsstoffe, weil wir werden eine Elektrifizierung bekommen. Vielleicht nicht so, wie sich die Bundesregierung das vorstellt, aber wir werden sie bekommen. Das heißt, ohne Kupfer geht das nicht. Dann natürlich in Ölaktien, aber da Pure Play, nicht? Also wie ich schon sagte, eine Chevron, eine Conoco damit. Natürlich sehe ich auch, dass sich die Staaten der Welt beschäftigen mit Kernenergie. Polen setzt auf Kernenergie, Holland will drei Kernkraftwerke bauen, die Franzosen bauen mehr, die Schweden bauen neue. Da muss Uran her und da ist man natürlich bei den Marktführern ganz gut aufgehoben. Eine Cameco hat sich schon so wahnsinnig, ist schon so explodiert im Kurs. Da gibt es aber auch noch ein paar andere. Ja, man muss, ich glaube schon, in einer wachsenden Welt muss man sehen, dass die Rohstoffknappheit am eher Preise steigen lässt und davon profitieren natürlich die Unternehmen, die da investiert sind. Und erneuerbare Energien haben Sie gar nicht Habe ich mehr? auch, ja, habe ich auch, aber das habe ich schon ziemlich zurückgefahren. Das war, glaube ich, auch gut so, weil ich glaube, Erneuerbare da, wo sie sich marktwirtschaftlich tragen. Aber dort, wo sie vom Staat subventioniert werden, wie in Deutschland, ist das natürlich etwas, was auf sehr sandigem Grund ist, nicht? Denn wenn die Zuflüsse aus Berlin nicht mehr kommen, schauen Sie die Netzbetreiber haben jetzt Herrn Lindner eine Rechnung von 8 Milliarden gestellt. Er hat gesagt, wir kommen nicht aus mit dem Geld, was ihr habt. Und das wird jetzt aus dem Bundeshaushalt finanziert. Der Finanzminister weiß gar nicht, wo er das hernehmen soll. Das ist 8 Milliarden zusätzlich. Geplant waren 10 Milliarden. Das liegt einfach daran, dass wir in manchen Situationen jetzt zu viel Wind haben und dann geht der Preis auf Null und da muss man trotzdem wird dann die Einspeisevergütung von 7,3 Euro Cent bezahlt und das bezahlt dann am Ende der Steuerzahler. Und da bin ich raus. Da investiere ich nicht. Die schnellstmögliche Maßnahme ist, drei Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen und damit eine Entlastung bringen. Und ich sage im Voraus, es würde uns den Strompreis 1 bis 2 Euro Cent senken lassen. Und das wäre für uns, die wir ja in Cent rechnen, nicht? Also bei 12 Cent ist Schluss, bei 7 Cent wären wir happy. Dazwischen entscheidet sich sein und nicht sein der energieintensiven Industrie. Die Aluminiumindustrie braucht sogar 3 Euro Cent, noch weniger. Aber 2 Euro Cent weniger durch drei Kernkraftwerke, das wäre sofort ein Anschubprogramm,
Und wir hätten ein sofortiges Wachstum, die Maschinen wären wieder angeworfen und der Wohlstand kehrt zurück. Natürlich sind das nur 6% der Stromversorgung, aber wenn Sie die billigsten 6% wegnehmen, dann rutscht in der Merit Order das teuerste Kraftwerk natürlich dann wieder rein. Und dadurch ist und das ist ein wahnsinnig steiler Effekt. Die letzten Kraftwerke, das sind Ölkraftwerke, die sind sowas von teuer und die machen dann den Preis. Das ist das Verrückte an der Merit Order. Du kannst natürlich auch die Merit Order System ändern, aber dann hast du natürlich einen großen Schritt aus der Marktwirtschaft gemacht. Das ist ein marktwirtschaftliches System, wie an der Börse auch, nicht? Wenn sie der letzte Kurs wird gemacht von dem teuersten Bit. Ne?